Ja, danke, Herr Stadler. Herr Rolf, das tut mir leid, dass wir die Mannschaftsbürger eigentlich verpassen wollen. Meine Damen und Herren, wie man heute wieder sieht, wenn es ums Neandertal geht, dann ist der Anklang immer recht hoch, sei es, es geht um Naturschutz oder es werden Bäume gefällt oder es geht um die Tiere, die Wiesengehege. Begeisterung für den Neandertal ist immer zu finden. Das Neandertal ist nun mal sehr bekannt und es ist ja auch das älteste Naturschutzgebiet, was wir hier in Deutschland haben. Das sollte man sich auch noch mal vor Augen halten. Und auch die Tiere, die hier schon sehr lange gehalten werden, da ist nicht ganz unschuldig der Naturschutzverein Neandertal. Die Vertreter hier auf der linken Seite, Professor Weni und Herr Kahm, der Naturschutzverein wird schon bald 100 Jahre. Ist nicht ganz genau das Datum, Kopf 19. 2020. Also Sie sehen, das Wildgehege ist schon sehr alt. Und es ist so im Laufe der Jahre etwas altmodisch geworden, will ich mal sagen. Und im Rahmen des Masterplans und der ganzen Geschichte ist auch überlegt worden, das Wiesengehege müsste etwas attraktiver gestaltet werden. Und dann haben wir uns doch überlegt, wie wäre es wieder, die Wiesenzucht aufzunehmen. Das ist nun mal ein hochgradig gefährdetes Tier in Europa. Das größte Säugetier überhaupt in Europa. Und wie die meisten vielleicht wissen, es hat nur noch wenige überlebende Tiere gegeben. Der Genpool ist sehr, sehr knapp. Und da ist es schon sehr erforderlich, dass viele kleine Zuchtanstalten vorhanden sind. Einige große haben wir ja in Polen, aber gerade die kleinen sind vielleicht zur Sicherung der Genetik besonders wichtig. Und bei diesen Überlegungen haben wir uns gedacht, der Kreis ist jetzt vielleicht nicht so der Wicht oder der Kernkompetenz. Da könnten wir wissenschaftliche Begleitung durchaus gerne nutzen. Und so sind wir auf den Zoo Wuppertal dann gekommen, durch Verbindungen und so weiter. Und hoffen uns jetzt in Zukunft eine sehr intensive Begleitung und wissenschaftliche Begleitung unserer neuen Wiesenzucht.